Willkommen zurück zu Final Fantasy 12. Wir sind jetzt in der Grabstätte von Wraithwall und naja, die laufen wir jetzt eben ab, um diesen Dawn-Splitter zu bekommen. Oder? Morgensplitter? Ich glaube schon, irgendwie sowas. Nordflügel Postament. Ein Juwel ist eingefasst. Berühren. Ja. Zombie. Zombie Magus, okay. Okay, wir müssen also noch. Magischer Altar. Ein gigantischer Felsblock ist zur Hälfte in den Boden eingelassen. Okay. Was bist du? Ein Lago. Wie geht's? Das Ding explodiert. Okay, merken wir uns. Also, wir sind jetzt hier und es ist zur Hälfte eingelassen. Was? Wie genau? Ist irgendwas dahinter? Ja, irgendwas ist da. Wo komme ich da hin? Ah, okay. Hier. Ja gut. Dann wieder dorthin. Wir werden sie natürlich aktivieren. Also alle, die wir finden. Und ich glaube, das geht nur durch Benutzung. Hey, da ist eine Kiste versteckt. 100 Single, hey, wow. Ich bin reich. Diese unfassbaren Schätze hier drin. So, hier ist nichts. Da geht's wieder hoch. Stirb, Zombie! Was bist du denn? Auch ein Zombie. Da rollen kleine Mini-Chimären durch die Gegend. Wo willst du hin? Eine Seife. Das ist schön. Hui. Ganz viele Schätze und ein Zombie. Lass mich raten, die sind bestimmt Fallen dabei. Gil. 104. 5. Wow. Kaputt. So ein Ding schon wieder. Okay, wir merken uns, wenn er stirbt, weglaufen. Und das ein bisschen schnell. Ach, diesmal nicht? Hm. So. Das war jetzt gemein.
185 Gil. Besiegt. Kiste, Kiste, Kiste. So, das glaube ich war die Penelo. Jo. Dann. Ja, eigentlich kannst du im Team bleiben. Es war doch schon besiegt. Okay, wir haben mittlerweile so viel Heilung da. Wir brauchen jetzt nicht mehr das mit den Potions. Okay, das muss reichen. Nein! Dieses blöde Ding! So. Gut, das erste hätten wir fast komplett durcherforscht. Gut, dann hier raus. Okay, da gibt es nichts. Genau, wir sind jetzt hier unten rausgekommen. So, und dann jetzt zur anderen Seite gegenüber. Stirb, Vampir! So, da sind wir jetzt wieder da. Dann gehen wir jetzt. Naja, eben die andere Seite, die genauso funktionieren wird. Spinnst du, Vieh? So, ich nehme wieder das obere.
kleine Kiste. Gut, dann erstmal da lang. Da gibt es wieder eine Sackgasse. Ach, guck mal an. Gut, gibt es hier irgendwelche Sackgassen? Nö. Ja gut. Aber hier gab es leider nichts. Schade. So bin ich mehr. Was seid ihr denn? Sieh los. Okay. Ein Level up. So, Vaughn ist jetzt auch Level 18. Gut, dann erreicht jetzt jeder nochmal ein Level und dann tauschen wir sie wieder aus. Wow, 2 Gil. Hör mir auf. Was bist denn du? Ein Lich. Okay. Könntest du mal sterben? Das ist jetzt ein zweites. Ja, das ist ein zweites Ding beschworen. I. Öl. Was macht Öl eigentlich? Könnt ihr das reinigen? Nee, anscheinend noch nicht. So, wir haben ja 11 mal die Seife da. Seife, Seife, Seife. Yay, wieder sauber. Ich denke mal, das Öl erhöhten Feuerschaden macht, also anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Was bist denn du? Oh, ein Knochenkrieger. Kaputt. So. Hey, da liegt ein Schatz. Naja, nennen wir es mal Schatz. Ein weiterer Leech, Hallöchen. Ja, ja.
Was da alles rumfleucht in diesen Ruinen. So, hier scheint kein Schatz da zu sein. Hey, drei Kisten und ein Licht. Na, jetzt schon wieder Öl. Pfui. Toll. Egal, ich lass mal Öl. Vielleicht geht's ja irgendwann von alleine weg. Wow, horrende Geldbeträge, das ist ja der Wahnsinn. So. Ah, okay, jetzt spricht er Feuer. Okay, ich hatte es so recht. Feuer macht wesentlich mehr Schaden, wenn man Öl drauf hat. Was soll das? Du scheiß Vieh. Aber da dieser Leech noch öfter kommen wird, sehe ich es nicht ein, jetzt eine Seife zu verschwenden. Los? Ein Paraminia Armbrust. Okay, meine Waffe, nicht schlecht. Aha. So, das Postament. Ja, berühren. Dreimal Licht. Pfui. Das Teleportieren ist ein bisschen scheiße. Ein Polterlich, okay. Das Ding ist anscheinend eine stärkere Variante davon. Deswegen hält das Ding auch so viel aus. Nein, nicht weggehen. Angreifen? Hallo? Das war jetzt komisch. Okay.
kann man jetzt also weitergehen. Und da kommt man auch wahrscheinlich dann in das andere Gebiet. So, erstmal das benutzen. Und dann erforschen wir die eine Ebene noch fertig. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Okay, die mittlere, also das mittlere Gebiet kann man von beiden Seiten betreten. Und ich muss jetzt... Toll, wo bin ich denn jetzt hergekommen? Ich glaube von da. Ja, da ist noch eine Kiste. Momentchen mal. Ne, wir müssen in die andere Richtung. Nee, blind möchte ich aber nicht sein. Die muss ich wieder sammeln. So, Level up für Penelo, dann tschüss. So, keine Kiste da. Da hinten ist eine Kiste und eine Falle. Das ist jetzt ein bisschen gemein. Ein Haskarsplitter, hey! Hier unten. Nihil. So, dann gehen wir einfach mal den Weg wieder zurück zu dem Teleporter. Und es geht ja im Turbo, weil wir waren ja hier schon überall. Oh, es kommt ein neues Viech daher. Okay, ist auch nur ein Leech geworden. Hui. Warum sind die ganzen Viecher wieder da? Komm, stirb. Oh,
Bossler ist schon Level 23. Okay. So, dann jetzt mal da entlang. Hallo? Fog? Underground? Not fog. Mist. You can see the mist with your eyes? Where it is thick enough, you may. The nether runs deep in this place. So, is the mist dangerous? Yes, but it is also an aid. A dense mist allows the working of powerful magics. I'll keep that in mind. Can't count on Vaughn to keep track of these things. That's for sure. Jetzt wissen wir auch endlich, was dieses Mys oder Myth oder wie auch immer zu bedeuten hat. So. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt. Nee, wir gehen jetzt dort entlang und machen den Weg auch auf der anderen Seite sichtbar. Weil ich weiß jetzt nicht, ob das auch dann zählt, um die Karte komplett aufzudecken. Whee! Vielleicht gibt es hier noch eine Schatzkiste. Aber wahrscheinlich nicht. Nö, leider nicht. Aber die Karte ist aufdeckt und somit haben wir die Pflicht erfüllt. So, wir gehen jetzt. Ja, mal dort entlang, würde ich sagen. Dann hier in die Mitte. So, aufgedeckt. Dann jetzt hier gucken, ob vielleicht irgendwo eine Kiste liegt. Ja, da liegt eine. Eine Phönix wieder. Hui! Dafür, dass hier dämonische Kräfte angeblich sein sollen, sehe ich relativ wenig dämonische Kräfte. Noch eine Kiste! Ein Blutschwert! Okay. Das Ding sieht ein bisschen nach Feuer aus. Ich bin mal so frei und mach mal diesen Ölzustand weg. So, Lady Ash. Du darfst das mal machen. So,
So, aber ich würde sagen, das dort vorne gucken wir uns dann erst in der nächsten Folge an. Dann war's mit dieser Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao. Yeah.